So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und eigentlich hatte ich heute was anderes äh, gedacht, denn ich will euch erstmal hier kurz zeigen. Ich habe gestern eine Umfrage gestartet. Ist das schon wieder für Quatsch. Ich habe gestern eine Umfrage gestartet bei Telegram und nicht nur bei Telegram, sondern auch bei YouTube. Jetzt haben bei beiden Umfragen, es war immer dieselbe Umfrage, Leute abgestimmt. Ich habe gefragt, was möchtet ihr morgen für ein Video sehen? Ohne es sehen? Eier oder GBL? Jetzt habe ich gedacht, vielleicht ist die Go Battle League äh, interessant, ne? Da mal wieder zu kämpfen, zu gucken, was für ein Team, wie, wo, wann. Aber die Leute wollen Eier sehen. Warum? Ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich habe zwei Folgen, wie ich Eier gebrütet habe. Zehner Eier noch rumliegen. Die konnte ich bisher nie raushauen. Weil immer irgendwas anderes passiert ist und ich lieber was Aktuelles, Brutales, Aufwendigeres gemacht habe, als einfach zuzugucken, wie neun Eier aufgehen. Jetzt sind bei Telegram und bei ähm, YouTube aber beides mal die Eier ganz vorne mit dabei. Ihr wollt Eier, dann kriegt ihr Eier, aber dann nicht heute, sondern morgen. Morgen auch die äh, Verlosung von den fünf Bisofang. Abends im Stream, chill mit Ramses, ihr wisst Bescheid. Morgen gibt es dann das Eier-Video, das verschiebe ich von heute auf morgen aus aktuellem Anlass und das möchte ich euch heute zeigen, um was es jetzt geht. Ne? Wir haben hier nämlich ein Problem, sage ich mal. Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich heute in der Fangruppe online war, obwohl ich gar nicht online war. Und komischerweise war ich auch kein Admin mehr. Wie ihr das hier seht, das ist mein Bild, ne? Mein Name, Ramon Hess, alles klar. Ist online, alles klar. Aber als normaler, ähm, als normaler Teilnehmer, als normales Mitglied, was war da denn los? Das Lustige war, auch in der Raid-Gruppe bin ich aufgetaucht, ne? Nicht nur in der Fangruppe, auch in der Raid-Gruppe bin ich aufgetaucht um 9.52 Uhr und habe natürlich für meinen neuen Kanal, für meine neue Gruppe, für meinen neuen Server, für alles Mögliche, ich habe Werbung gemacht. Dass ihr doch alle bitte da reinkommen sollt, dass alle dort rein, weil das ist jetzt neu und ich verstehe es nicht. Gleich haben natürlich die Leute auch darauf reagiert, ist ein Fake-Account. Manche haben das geglaubt, manche haben das nicht geglaubt. Ihr wisst, manche Leute, die sehen, aha, und machen. Und die, derjenige wollte das natürlich ausnutzen. Jetzt ging es ewig weiter. Wer war das? Wenn man das alles zurückverfolgt, die Zeiten 9.52, 9.52 in derselben Gruppe, derselbe Beitrag, wurde nachträglich der Name umgeändert. Plötzlich war es nicht mehr Ramon Hess. Irgendwann, als es gebrodelt hat, wurde der Name umbenannt in Bene. Plötzlich war es also Bene. Aber irgendwann kommt man ja auf die Idee, damit man überhaupt wieder mitreden kann bei der ganzen Sache, seinen richtigen Namen reinzunehmen. Also schreibt man wieder hin Royal Cryptox. Und das ist später gewesen, nachdem da schon dagegen vorgegangen und gehatet wird, wird nochmal äh, Werbung gemacht. Und wo gesagt wird, wieder Fake Account, wird danach wieder Werbung gemacht. Also, hier ja auch ganz schön weich, Leute in eine Gruppe einzuladen mit einem Fake-Namen, wenn der Admin mit in der Gruppe ist. Also, es ging den ganzen Tag ungefähr so. Ihr seht hier auch nochmal Royal Cryptox da, 10.35 Uhr. Immer wieder Werbung, Werbung, Werbung. Es ist eine Raid-Gruppe, da sind die Leute drin, um sich zu, äh, zu verabreden für Raids. Und es wird einfach Werbung gemacht für eine Gruppe mit 30 Teilnehmern, kommt alle da rein. Da können wir Raids machen oder ihr könnt Fragen stellen oder wozu? Ich meine, es ist doch hier eine Gruppe da, die man nutzen kann, wo viele Leute drin sind, wo derjenige als Mitglied in der Gruppe ist, davon profitieren kann. Was hat derjenige jetzt? Ja, ich mache jetzt, ich mache jetzt eine Extra-Gruppe, gehe in die Gruppe mit vielen Teilnehmern und poste den Link von meiner rein, dass alle bei mir da reinkommen. Das ist doch trotzdem im Endeffekt nichts anderes. Da wären dann Leute drin, jeder postet was, jeder will ein Raid machen, er kann doch genauso gut hier Raids mitmachen. Wozu dieses Abwerben, wozu diese Eigenwerbung? Und dann ging es noch weiter, der gleiche Teilnehmer, das gleiche Mitglied hat natürlich noch gesagt, habe ein neues Handy gefunden, das ich nicht brauche. Ich wollte fragen, ob es möglich ist, dass ich es verkaufen kann. Wenn sich jemand für das interessiert, es ist ein S10 gefunden, vom Laster gefallen, hat jemand Despo da Raid? Das ist auch komisch. Erst so, dann so. Er hat ein Handy gefunden. Er hat sie angeblich im Keller gefunden. Einfach im Keller gefunden. Ihr findet ein Handy. Das ist nicht euer Handy. Und ihr geht gleich hin, ihr wollt das verkaufen im Internet, ominös. Ein S10. Vor allem für wie viel? Das hätte mich auch noch interessiert. Obwohl es eigentlich egal ist, wie viel weil ich auf jeden Fall von sowas die Finger dann lassen würde, wenn jemand, der sowieso seine Identität im Internet fälscht und Leute äh, belügt, leuten was vormacht, Leute verarscht, euch ein Handy verkaufen will, was er ja angeblich gefunden hat, sonst was... Lasst die Finger davon, es ist alles Quatsch, es ist alles dumm und die Krönung ist, dieser Kollege Royal Kryptox, der hat letztens, er ist letztens schon mal negativ aufgefallen. Er hat letztens schon mal alles voll in den Gruppen, dass alle in seine Gruppe kommen sollen. Und ich auch gefragt habe, was das für ein Schwachsinn ist. Wir sind alle hier in einer Gruppe, anstatt mal zusammenhält. Was soll das? Jetzt Grüppchenbildung hier, Grüppchenbildung da. Er hat mir dann privat geschrieben, das war schon am 11. August. Sorry, kommt nicht wieder vor. Ne? Ich wollte nochmal von ihm wissen, was los war, weil bevor ich das gesehen habe mit der Eigenwerbung hat er mich schon angeschrieben und hat sich entschuldigt. Dann hat er das selber gesagt. Er hat ein bisschen Eigenwerbung gemacht. Und Ramon, was denn? Sorry. Mache das nicht mehr, okay? Und so wie ich drauf bin, immer gutes Herz und so, sage ich alles gut. Er hat sich dafür entschuldigt, es kommt nicht mehr vor, passt. Warum? Benennt er seinen Account danach um? In meinen? Nimmt mein Bild? Und macht wieder Eigenwerbung und noch mehr als davor. Was stimmt mit ihm nicht? Ich verstehe es nicht. Also, es gibt Leute wirklich... Den kann man nicht mehr helfen, sage ich mal so. Und deswegen habe ich mich auch dazu entschieden. Erstmal die Musik im Spiel auszumachen, weil die nervt, auch wenn ihr die vielleicht gar nicht gehört habt. Das hat auf jeden Fall Konsequenzen, dass er also nicht auf mir sitzen. Ich habe ein Auge zugedrückt, ich habe ihm eine zweite Chance gegeben. Was macht er? Er scheißt mir ins Gesicht. Ich mache jetzt ein Glücksei an. Ich suche ihn jetzt. Wir nehmen jetzt hier ähm, Royal. Royal Cryptox. Ich habe ein Geschenk von ihm. Ich wollte mit ihm leveln zum Sea Day, ganz gemütlich. Ihr seht hier... ...nur noch einen Tag... ...dann sind wir Hyperfreunde... ...ich werde jetzt einfach sein Geschenk aufmachen... ...ich werde ihm die Punkte jetzt äh, wegnehmen... ...es ist nirgendwo geschrieben... ...dass es ein Gesetz ist zu warten... Ne? ...ich warte bis die Punkte da sind... ...ist mir jetzt egal... ...hat er jetzt Pech... ...er klaut meine Identität... ...er pisst mir an den Karren mehrmals... ...ich nehme die 100.000 mit... ...ich werde ihn jetzt löschen... ...aus meiner Freundschaftsliste... ...er hat auf jeden Fall verkackt... ...so... Nochmal Royal, Kryptox, geöffnet, Freund entfernt. Und da ich ja immer die 199 behalten möchte und eine frei haben möchte, habe ich jetzt 198, das heißt, ich habe wieder einen Platz frei in meiner Liste. Und ich könnte jetzt theoretisch aus dieser Liste von den 78 Leuten, die gerade noch angefragt haben, rein. Könnte da jetzt einen raussuchen, aber ich möchte es anders machen, wirklich für die treuen Zuschauer, für die treuen Abonnenten, die schon immer auch gefragt haben: Jo, Ramses, äh, ich würde gerne in deine Liste kommen, sonst was, hast du noch einen Platz frei? Ich habe jetzt einen Platz frei und ich möchte diesen Platz von Royal Cryptox an euch vergeben. Schreibt einfach mal einen Kommentar unten rein mit eurem Ingame-Namen und eurem Trainercode. Und der erste Kommentar. Unter dem Video mit Trainercode, mit In-Game-Namen, den ich noch nicht in meiner Liste habe, den werde ich dann auf jeden Fall adden. Und der bekommt dann den Platz vom Royal Cryptox. Es sind ja viele Leute da, die immer die Videos abonnieren, die aber schon befreundet mit mir sind. Es bringt mir jetzt also nichts, wenn zum Beispiel ein Sören Benni drunter schreibt, yo yo, erster Kommentar, so also sinnlose Kommentare würden die nie schreiben, dann denkt ihr, toll, da hat schon jemand kommentiert, aber die habe ich ja in meiner Liste. Das heißt, der Platz ist ja trotzdem noch frei. Ihr könnt jetzt ja in dem Moment noch nicht wissen, wer ist neu, wer ist nicht neu. Schreibt also mal euren Ingame-Namen unten rein und schreibt mal euren Trainercode rein zur Not. Auch für die Zukunft, wenn ich wieder mal jemanden suche, dass ich mich auf dieses Video beziehe und Leute von da ette. Oder dass andere aus der Community nochmal genau euren äh, wissen, wer ihr seid. Es gibt viele, die sagen auch oh hier, diesen, diesen äh, Thomas Rote, den hätte ich gerne in meiner Liste. Leider habe ich seinen Trainercode nicht. Leider weiß ich gar nicht, wie der im Spiel heißt. Wenn ihr das hier drunter schreibt, dann äh, wissen die Leute ja anhand eures YouTube-Profils, wer ihr ungefähr seid. Können euch zuordnen aus den Streams, haben dann euren ingame namen und euren Code und können so sich mit euch noch verbinden, vernetzen. Lasst uns zusammenhalten. Lasst uns eine coole Community darstellen. Hört auf, immer, äh, rumzuzicken, rumzustresen, irgendwelchen Kindergarten da zu machen. Was in letzter Zeit sehr oft vorkam, dass da rumgehatet wurde. Beruhigt euch, chillt alle mal, chillt mit Ramses, chillt auch ohne Ramses, chillt immer. Und ja. Ich will nicht mal sagen, tut es mir gleich und löscht alle Royal Cryptox aus eurer Liste, damit er sieht, wie behindert er ist mit seiner äh, Darbietung. Er hat euch ja nichts getan, ihr habt also keinen Grund, jetzt sauer auf ihn zu sein oder ihn zu löschen, aber für mich ist das ein No-Go. Ich habe es einmal durchgehen lassen, er hat sich entschuldigt und er setzt nochmal einen drauf. Er macht es einfach hundertmal schlimmer nochmal. Weil dieses Werbung ist schon nervig genug, aber so dreist zu sein, dann die Identität zu klauen. Ich bin gespannt, wer den Platz bekommt. Schreibt einfach euren Trainernamen, euren äh, Trainercode unten in den Kommentar. Der Erste, der kommentiert und der nicht mit mir befreundet ist, schon, ne? Der bekommt den Platz. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wie gesagt, euer Video gibt es dann morgen. Das war es jetzt hier von meiner Stelle aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses. Und schönen Sonntag noch. Esst mehr Klöße. Weil ich esse keine. <laughs> ich esse auch keinen Sonntagsbraten. Deswegen esst mehr Klöße. Alles, was ich übrig lasse, nehmt ihr es, bevor es wegkommt. Ne? Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses.